Oettinger warnt Industrie vor Milliardennachzahlungen. Was Stromrechnungen angeht, könnten auf die deutsche Industrie Milliardennachzahlungen zukommen. EU-Energiekommissar Günther Oettinger hat deutsche Wirtschaftsvertreter vor Sanktionen der Europäischen Kommission gewarnt. Hintergrund ist ein von der EU-Wettbewerbskommission vor wenigen Wochen eingeleitetes Wettbewerbsverfahren. Die EU stellt sich dabei gegen die Befreiung energieintensiver Firmen von den deutschen Netzentgelten. EU will Schuldenregeln lockern. Angesichts der Wirtschaftskrise in vielen europäischen Ländern will die EU-Kommission die Schuldenregeln aufweichen. So sollen in Zukunft öffentliche Investitionen bei den Staatsdefiziten teilweise angerechnet werden. Die Länder bekämen so mehr Spielraum, um ihre mittelfristigen Haushaltsziele zu erreichen. Deutschland legt Kreditprogramm für Krisenländer auf. Die Bundesregierung will mit Hilfe der staatlichen Förderbank KfW ein Kreditprogramm für kleine und mittlere Unternehmen in Portugal und Spanien auflegen. Unter Umständen soll auch Griechenland einbezogen werden. Mit dem Programm sollen Unternehmen in Südeuropa von den niedrigen Zinsen profitieren.